Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Hunabixten ist hier und mit mir geht es heute in einen Quickstart-Guide zur Flight Factor Boeing 767. Dieser Quickstart-Guide kann sowohl für die Flight Factor 767 als auch für die 757 benutzt werden. Diese Flugzeuge haben zwar einige kleine Unterschiede, aber das sind so wenige Unterschiede und vor allen Dingen so kleine Unterschiede, dass sie nicht wirklich ins Gewicht fallen und man diesen Quickstart-Guide eben auch für beide benutzen kann. Bitte beachtet bei diesem Video, dass es sich um einen Quickstart-Guide handelt. Realismus steht hier definitiv nicht an erster Stelle. Es geht in diesem Video lediglich darum, wie ihr diesen Flieger schnell, frustfrei und fehlerfrei von A nach B bekommt. Das heißt, wie ihr schnell einen kurzen Flug unternehmen könnt, ohne euch großartig mit irgendwelchen Procedures oder Programmierungen beschäftigen zu müssen. Demzufolge halte ich mich auch nicht mit langwierigen Erklärungen zu irgendwelchen Flugzeugsystemen auf, sondern erkläre einfach nur, was wann getan werden muss, um einen sicheren Flug zu gewährleisten. Wenn ihr also auf der Suche nach einem detaillierten Tutorial seid, das auch den Realismus nicht zu kurz kommen lässt, dann seid ihr in diesem Quickstart-Guide definitiv an der falschen Adresse. Ihr solltet euch dann das detaillierte Tutorial zu 767 anschauen. Da kommt ihr hin, wenn ihr oben rechts auf die Infokarte klickt. Wenn ihr einen Flug anfangen möchtet, dann braucht ihr als allererstes einen Flugplan, zum Beispiel von SimBrief. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, klickt am besten oben auf die Infokarte, dann kommt ihr zu einem Video, in dem ich das genau erkläre. Ihr braucht in diesem Flugplan Wegpunkte und Luftstraßen, sowie am besten auch noch eine SID und eine vorgeschlagene STAR, sowie eine Treibstoffberechnung, damit ihr wisst, wie viel Treibstoff ihr mitnehmen müsst. Außerdem sollte in diesem Flugplan eine Berechnung der Reiseflughöhe enthalten sein, damit ihr wisst, auf welche Reiseflughöhe ihr steigen solltet. Alle diese Berechnungen findet ihr, wie gesagt, in dem Flugplanungstool SimBrief. In diesem Video fliegen wir vom Flughafen Berlin-Tegel zum Flughafen Luxemburg. Ihr braucht also einen Flugplan für genau diese Route. Wenn ihr euren Flugplan, eure Reiseflughöhe und eure Spritmenge habt, sehen wir uns gleich im Cockpit wieder. Als Voraussetzung dafür, dass ihr das Flugzeug in genau derselben Konfiguration habt wie ich, habe ich hier im Tablet die Dinge aufgerufen, die bei euch auf jeden Fall eingeschaltet sein müssen. Ansonsten kann es sein, dass euer Flugzeug anders aussieht und sich anders verhält als das, was ich in diesem Quickstart Guide fliege. Bitte achtet also darauf, dass diese Dinge angehakt, grün und damit aktiviert sind. Um die Flight Factor 767 hochzufahren, benötigen wir als allererstes die Ground Power Unit. Die finden wir im Tablet unter Operations Ground und wir schalten sie ein. Des Weiteren brauchen wir Stairs, Chocks, den Luggage Loader, den Fuel Truck, die Waste Unit, den Passenger Bus und die Loader Unit. Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, lässt sich das Flugzeug nicht korrekt beladen. Des Weiteren müssen wir unter Operations Airplane mindestens eine Passagier- und eine Frachttour öffnen. Danach wechseln wir wieder auf Operations Ground zurück und können den Flieger bereits bevor wir ihn hochfahren beladen. Welche Passagier- und Cargo-Gewichte ihr hier einstellt, ist natürlich euch überlassen. Das Fuel Weight für unseren Flug beträgt 13 Tonnen. Danach ist es wichtig, auf Optimize CG für Optimize Center of Gravity zu klicken. Wenn ihr das nicht macht, wird der Center of Gravity nicht optimiert und das Flugzeug unter Umständen falsch beladen. Das kann dann zu instabilen Flugzuständen führen und aus diesem Grund sollte das unbedingt vermieden werden. Wenn diese Schritte ausgeführt sind, klickt ihr auf Load. Das Flugzeug wird jetzt beladen und da auch die GPU schon angehängt ist, können wir uns darum kümmern, den Flieger hochzufahren. Wir wechseln dazu ins Overhead-Panel und suchen die Batterie. Wir entfernen die Kappe, machen die Batterie an und klicken die Kappe wieder drauf. Rechts daneben befindet sich der Standby-Power-Selector, den wir auf Auto stellen. Die External Power ist available, das heißt den entsprechenden Taster klicken wir an. Wir aktivieren die beiden Bus-Ties und die Utility-Buses,
Sowie die Generators für die Engines. Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber so vergessen wir das später nicht. Als nächsten Step schalten wir alle drei IRS auf den NAV-Mode. Die IRS brauchen in diesem Flugzeug teilweise extrem lange, deswegen mache ich das meistens ganz am Anfang. Die Yaw-Damper werden auf On gestellt. Die Emergency Exit Lights, Kappe schließen, sind geahmt, Cargo Heat wird eingeschaltet, genauso Window Heat. Dieses Panel hier schalten wir ebenfalls ein. Die PECs schalten wir auf Auto, und zwar alle Selectors. Diese drei Taster müssen eingeschaltet werden. Der mittlere Selector geht wieder in die Autoposition und die PECs gehen auf die Position Auto. Wir schalten APU Bleed ein, entfernen die Kappe über dem Center Isolation Valve, schalten dieses ein und die beiden restlichen Isolation Valves schalten wir auch ein. Wenn wir dann nachher die APU einschalten, werden die PECs automatisch eingeschaltet. Als nächstes kommen die Passenger Signs, die eingeschaltet werden. Im Pressurization Panel schalten wir den Mode Selector auf Auto 2 und die Auto Rate auf das kleine Dreieck. Einmal rangezoomt, das ist das kleine Dreieck und der weiße Strich auf dem Drehregler muss genau auf diesem Dreieck stehen. In diesem Fenster kann man die Landehöhe eintragen, das ist aber nicht zwingend erforderlich. Des Weiteren kümmern wir uns darum, dass die Lichter eingeschaltet werden. Wir schalten die Position Lights und die Logo Lights ein und können dann, wenn gewünscht, die Lichter hier auf hell stellen. Das Overhead Panel ist jetzt nun fertig konfiguriert, um uns dem FMC zu widmen. Wir rufen das FMC mit einem Klick in die Mitte des Displays auf. Wir müssen jetzt mit dem LSK1 links auf die FMC-Page wechseln. Unsere nächste Seite ist die Position Init-Page. Hier müssen wir den ICAO-Code unseres Startflughafens eingeben. Das ist EDDT für Berlin-Tegel. Wenn ihr das mit der Tastatur eingeben wollt, einfach in die Mitte des Displays halten, bis oben links ein kleines orangenes K erscheint und dann einmal klicken. Das K wird nun dauerhaft da bleiben, sodass die Tastatur verwendet werden kann. Dann einfach die GPS-Position kopieren und bei SetIRS-Position einfügen. Das IRS wird sich nun alignen. Als nächstes geben wir unsere Route ein. Wir wechseln mit Line Select Key 6 rechts auf die Route Page, wo unten links bereits unser Startflughafen vorgewählt ist. Den fügen wir bei Origin ein und müssen bei Destination unseren Arrival Airport einfügen. Das ist Luxemburg ELLX. Wir können hier bereits unsere Takeoff Runway einfügen. Unsere Takeoff Runway für diesen Flug ist die 26 Left. Unsere Flugnummer kann hier ebenfalls eingefügt werden. Wir klicken jetzt nicht auf Activate, sondern auf Departure Arrival. Wir wählen hier die 26 Left aus, denn die haben wir gerade vorgewählt, und suchen uns dann die Departure für unseren Flughafen heraus. Das ist die Brane to Lima, und zwar von der 26 Left. Danach klicken wir unten rechts auf Route. Jetzt klicken wir auf Next Page und befinden uns dann auf der Route Page. Wir wählen jetzt unsere Route weiter aus und tun das, indem wir die Luftstraßen und die Wegpunkte eingeben. Wenn ihr direkt viele Luftstraßen hintereinander habt, könnt ihr einfach die Luftstraßen eingeben und die Wegpunkte werden automatisch hinzugefügt. Das erleichtert und verschnellert die Arbeit. Solltet ihr aber wie hier Directs haben, ist es notwendig, die Wegpunkte einzugeben. Wenn ihr diesen Wegpunkt dann eingegeben habt, sollte auch die danach folgende Luftstraße funktionieren. Wenn die Routeneingabe abgeschlossen ist, klickt ihr unten rechts auf Activate. Ihr müsst diese Route bestätigen, indem ihr die Execute-Taste drückt. Danach geht es rechts unten weiter auf die Performance Init Page.
Auf der Performance Init Page dürft ihr Sachen erst dann eingeben, wenn die Beladung des Flugzeugs abgeschlossen ist. Ansonsten kann es hier zu fehlerhaften Werten kommen. Wenn die Beladung abgeschlossen ist, klickt ihr bei Gross Weight einfach in das Feld. Bei Reserves gebt ihr euren Reserve Fuel ein. Die Cruising Altitude in unserem Fall liegt bei Flight Level 360 und der Kostindex in unserem Fall bei 75. Rechts unten steht Takeoff, damit wechseln wir auf die Takeoff Page. Wir geben unser Flap Setting für den Takeoff ein. Außerdem geben wir hier die Outside Air Temperature ein. Wir klicken auf CG und das Flugzeug spuckt uns den Trimwert aus, den wir einstellen müssen. Wir müssen hier unten rechts über Line Select Key 5 rechts Reference Speeds Select On anklicken. Dann werden uns V-Speeds vorgeschlagen, die wir hier selecten müssen. Sie werden dann in groß dargestellt. Wenn das fertig ist, ist das Pre-Flight Setting complete. Das FMC kann jetzt erst einmal geschlossen werden. Wenn ihr mehr Licht im Cockpit haben wollt, dann müsst ihr hier den Panel-Drehregler aufdrehen. Auf diesem Panel stellen wir statt Manual Automatic ein. Rechts neben dem MCP gibt es dieses Panel auch nochmal, auch hier Automatic einstellen. Des Weiteren schalten wir dieses Instrument hier ein. Das ist das Backup-Triebwerksinstrument. Wir schalten diesen Drehregler hier in die Mittelstellung. Außerdem drücken wir den rechten dieser beiden schwarzen Taster, um Additional Information zu unserem Flugzeugsystem angezeigt zu bekommen. Das ist wichtig, wenn wir gleich die APU starten wollen. Des Weiteren widmen wir uns dem Wetterradar. Das Wetterradar muss auf WX Plus Turb gestellt werden. Den Transponder könnt ihr einstellen, wenn ihr wollt, eingeschaltet wird er aber frühestens, wenn wir auf die Runway taxien. Werft einen Blick auf euer FMC, schaut euch den Trimwert an, in unserem Fall 2,2, und stellt ihn dann ein. Hier wird angezeigt, welcher Trimwert eingestellt ist, und mit diesem Schalter stellt ihr den Trimwert ein. Ihr haltet eure Maus auf diesen Schalter. Ihr könnt jetzt mit dem Mausrad den Trim verändern. Wir brauchen für diesen Flug einen Trimwert von 2,2. Die weiße Linie zeigt jetzt ungefähr auf diesen Wert, damit ist die Trimmung für den Takeoff abgeschlossen. Wir widmen uns jetzt dem MCP. Am MCP stellen wir unsere V2 ein. Das sind 135 Knoten, die wird normalerweise automatisch eingestellt, aber sollte das einmal nicht passieren, müsst ihr sie hier einstellen. Bei Altitude stellen wir die Höhe ein, die wir fliegen möchten. In unserem Fall sind das Flight Level 360. Wenn ihr online fliegt und einen Initial Climb bekommt, muss dieser hier eingestellt werden. Am MCP schalten wir jetzt außerdem AT Arm. Das bedeutet, dass die automatische Leistungskontrolle gearmt und vorgewählt ist. Wir schalten außerdem die beiden Flight Directors erst links und dann rechts ein. Außerdem wählen wir LNAV und VNAV vor. Damit weiß das Flugzeug, sobald der Autopilot eingeschaltet ist, welchen Modi es zu folgen hat. Als nächstes wechseln wir ins Overhead Panel und schalten die APU ein. Die APU muss vor dem Pushback eingeschaltet und alle Stromquellen auf die APU umgeschaltet werden. Wenn das nicht passiert, versucht das Flugzeug weiterhin über die External Power Unit Strom zu bekommen. Die External Power Unit wird aber vor dem Pushback abgeklemmt. Das bedeutet, dass das Flugzeug über eine Quelle Strom zu bekommen versucht, die nicht mehr vorhanden ist. Das wiederum heißt, dass das Flugzeug keinen Strom mehr bekommt und demzufolge alles ausgeht. Ihr müsst also, bevor ihr den Pushback startet, die APU eingeschaltet und die Stromversorgung auf die APU umgestellt haben. Die APU schalten wir ein, indem wir diesen Drehregler hier auf Start stellen. Der springt automatisch zurück in die On-Position. Außerdem erscheint hier das Wort Run, was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass die APU hochfährt.
Wir können außerdem im mittleren ICAS-Display verfolgen, dass die APU hochfährt. Wir sehen das hier. Wir hören außerdem, dass die Packs angegangen sind, was ebenfalls ein sicheres Zeichen dafür ist, dass die APU läuft. Im Overhead-Panel schalten wir jetzt nun zuerst den APU-Generator ein. Erst wenn dieser eingeschaltet ist und die weiße Markierung ON zu sehen ist, schalten wir die External Power aus. Man sieht, dass sich die Stromversorgung auf die APU umgeschaltet hat. Wir können die External Power im Tablet jetzt entfernen. Ebenso müssen wir alle anderen Dinge entfernen, die noch draußen am Flugzeug kleben. Wenn ihr die GPU entfernt, bevor ihr sie im Overhead-Panel ausgeschaltet und die Stromversorgung auf eine andere Quelle umgeschaltet habt, wird das Flugzeug ebenfalls ausgehen. Außerdem müssen wir auf Airplane gehen und die Türen schließen. Wenn wir das gemacht haben, können wir das Tablet schließen, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Bitte vor dem Pushback nicht vergessen, das Beacon Light einzuschalten. Die Planung des Pushbacks ist nicht Teil dieses Tutorials. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn der Pushback-Truck am Flugzeug hängt. Der Pushback-Truck hängt jetzt am Flugzeug und wir sind bereit für den Pushback und den Engine Start. Wir wechseln ins Overhead-Panel und schalten die Hydraulics ein. Außerdem schalten wir die Fuel Pumps ein, und zwar die, in deren Tanks sich Sprit befindet. Für diesen Flug sind das nur die Wing Tanks, wenn sich im Center Tank Sprit befindet, dann muss auch dieser eingeschaltet werden. Die Hydraulics und Fuel Pumps sind jetzt eingeschaltet und deswegen können wir den Pushback starten. Dazu die Parkbremse lösen und dann im Overhead Panel die Packs ausschalten. Wenn die Packs nicht ausgeschaltet sind, lassen sich die Triebwerke nicht starten. Im Overhead-Panel werden die Engine Start Selectors zum Starten der Triebwerke benutzt. Wir starten zuerst das rechte Triebwerk und stellen den entsprechenden Schalter auf GND. Dann wechseln wir zum unteren ICAS-Display, schalten den linken Taster ein und haben die N2-Drehzahl im Auge. Wenn die N2-Drehzahl 25 erreicht, bewegen wir den Fuel-Cut-Off-Hebel in die Run-Position. Das Triebwerk fährt dann hoch. Außerdem werden verschiedene Systeme bereits auf den Triebwerksgenerator umgeschaltet. Sobald im Overhead-Panel der Engine Start Switch auf Auto zurückgeflippt ist, das passiert nämlich automatisch, können wir ihn auf CONT stellen und dann stellen wir das linke Triebwerk ein. Dazu den Engine Start Switch auf Ground, GND. Es ist wieder dieselbe Prozedur, wir behalten die N2-Drehzahl im Auge, so lange bis sie 25 erreicht und danach stellen wir den Fuel Cutoff Switch auf die Run-Position. Das Triebwerk wird nun hochfahren. Auch die restlichen Systeme haben sich jetzt auf die Stromversorgung durch den Triebwerksgenerator umgeschaltet. Wir wechseln ins Overhead-Panel und schalten auch den linken Engine Start Switch in die Position CONT. Jetzt schalten wir die APU Bleed aus und die Engine Bleed ein. Jetzt können die Packs wieder eingeschaltet werden. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Schlepper wird getrennt. Einen kleinen Moment bitte. Solltet ihr wie ich im oberen ICAS-Display die Meldung Left, Center oder Right Hydraulic Quantity bekommen, dann liegt das darin, dass in den Hydrauliksystemen nicht genügend oder unter einem bestimmten Limit Hydraulikflüssigkeit vorhanden ist. Ihr müsst dann bei Flugzeug in Cold and Dark im Tablet die Maintenance durchführen, das heißt die Wartung. Wenn ihr das gemacht habt, wird das Problem behoben sein. Wir bereiten uns nun auf das Rollen vor. Wir schalten die Autobrakes in die Position RTO.
Außerdem wechseln wir ins Overhead-Panel, schalten die Runway-Turn-Off-Lights ein und außerdem das Nose-Gear-Light. Wir sind jetzt bereit zum Taxi. Der Schlepper wurde entfernt, der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Falls euch diese Meldungen im ICAST-Display nerven, könnt ihr die mit diesem Taster Cancel wegdrücken. Um den Rollvorgang zu beginnen, einfach die Parkbremse lösen. Wenn die 767 leicht ist, wird sie selber mit dem Rollen anfangen. Ihr könnt aber auch ein wenig Schub geben, um das Ganze zu beschleunigen. Wenn wir den Vorgang des Taxi angefangen haben, setzen wir die Flaps auf unsere Takeoff-Position. Das ist 5 Grad. Sobald ihr eine Geschwindigkeit von 15 Knoten erreicht habt, das kann man hier sehen, könnt ihr die Triebwerke wieder in den Leerlauf zurückziehen. Das Flugzeug wird diese Geschwindigkeit halten und in den meisten Fällen auch von selbst schneller werden. Eine Geschwindigkeit von 30 Knoten sollte nicht überschritten werden. Wir taxien zur Runway und sehen uns gleich am Holding Point von dieser wieder. Wir befinden uns jetzt am Holding Point der Runway 26 Left in Berlin-Tegel. Bevor wir auf die Runway raufrollen können, müssen wir die Landing Lights einschalten, die Strobe Lights einschalten und den Transponder einschalten. Jetzt sind wir bereit, auf die Runway zu rollen. Im oberen ICAST-Display ist ein grünes Y erschienen. Dieses grüne Y zeigt den Schub an, auf den wir unsere Triebwerke beim Startlauf beschleunigen müssen. Das Beschleunigen bei diesem Flugzeug funktioniert beim Startlauf manuell. Ihr löst die Parkbremse und beschleunigt dann die Triebwerke, bis sie auf diesem grünen Y zum Stehen kommen. Das Flugzeug wird dann mit dem Startlauf beginnen, es wird also beschleunigen und wenn ihr die V-Rotate erreicht, dann hebt ihr das Flugzeug von der Bahn ab. Bitte kontrolliert vor dem Takeoff, ob euer Trimwert stimmt. Manchmal verstellt er sich einfach. Ihr könnt außerdem die Range von eurer Karte erhöhen. Wenn ihr bereit für den Takeoff seid und das Flugzeug dafür nun konfiguriert ist, einfach die Bremsen lösen und die Triebwerke auf den Wert des Y erhöhen. Beim Erreichen von V-Rotate heben wir das Flugzeug von der Bahn ab. Beim Erreichen einer positiven Steigrate fahren wir das Fahrwerk ein. Die Nase wird auf ca. 15 Grad angehoben und auf diesem Wert gehalten. Wenn wir eine Höhe von 1000 Fuß erreicht haben, können wir den Autopiloten einschalten. Der Autopilot wird sich nun nach dem Flight Director richten und da wir LNAV und VNAV eingeschaltet hatten, sind diese aktiviert worden und der Autopilot wird das Flugzeug nach den im FMC eingegebenen Werten fliegen. Im Geschwindigkeitsmessband haben wir die Stellung F in grün. Wenn wir diese Stellung erreichen, werden die Klappen eingefahren. Wenn das Fahrwerk eingefahren wurde, schalten wir im Overhead-Panel die Runway Turn-Off Lights und das Nose Gear Light aus. Wir können jetzt in dieses Panel wechseln, in der Mitte den Traffic-Taster drücken, falls ihr online fliegt, könnte euch dann anderer Traffic angezeigt werden, und mit diesem Drehregler hier links den Zoom-Level der Karte erhöhen. Ihr könnt dann hier einfach mehr sehen.
Auf dem Navigation-Display sehen wir einen grünen Bogen. Dieser grüne Bogen markiert den Punkt auf der Karte, an dem das Flugzeug die Höhe erreicht, die am MCP vorgewählt wurde. Wir sehen außerdem einen T/C, das ist der Top of Climb. Der Top of Climb markiert den Punkt, der vorausberechnet wurde, an dem das Flugzeug die Höhe erreicht, die im FMC als Reiseflughöhe vorgemerkt wurde. Im FMC sehen wir, dass das Flugzeug auf Active 240 Knots Climb umgeschaltet hat. Wir befinden uns jetzt also auch im FMC im Climb-Modus. Wenn das Flugzeug 10.000 Fuß erreicht, wird es die Nase runternehmen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Außerdem können wir dann die Landelichter ausschalten. Ab jetzt befinden wir uns im sogenannten Active Economy Climb. Das bedeutet, dass das Flugzeug möglichst ökonomisch versucht, die Reiseflughöhe zu erreichen, die im FMC vorgegeben wurde. Der Steigflug gestaltet sich jetzt komplett automatisch, bis eben diese Höhe erreicht wurde, die am MCP eingestellt worden ist. Es wird nichts weiter passieren, sondern das Flugzeug folgt der Route und wird weiter steigen. Wir sehen uns also kurz bevor es den Top of Climb erreicht wieder. Wir befinden uns jetzt gleich auf einer Höhe von Level 330. Der Top of Climb ist also nicht mehr weit entfernt. Sobald wir unsere Reiseflughöhe von Level 360 erreicht haben, wird das FMC von Active Economy Climb auf Active Economy Cruise umschalten. Das Flugzeug beginnt die Steigrate zu reduzieren und schließlich levelt es sich auf Level 360 aus und das FMC schaltet auf Active Economy Cruise um. Da wir unseren Top of Climb erreicht haben, können wir uns um die Arrival Route kümmern. Wir wechseln auf die Departure Arrival Seite und befinden uns dort meistens auf EDDT Arrivals. Da wollen wir nicht hin, sondern wir müssen unten links auf Index klicken, kommen dann auf die Departure Arrival Index Seite und müssen hier bei ELLX die Arrivals auswählen. Wir wählen zuerst unsere Arrival aus, die im heutigen Fall die BTEX Tri-Kilo Arrival ist. Dann wählen wir das ILS bzw. allgemein die Runway aus, auf der wir landen wollen. Das ist heute die ILS Runway Tufan. Dann müssen wir außerdem noch ein Via auswählen. Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, kann aber hilfreich sein. In unserem Fall ist das Delta India Kilo. Das wählen wir aus, drücken auf Execute, damit ist unsere Routeneingabe fertig. Wir wechseln jetzt auf die Lex Page und schauen uns unsere Route nach Flight Plan Discontinuities durch, das heißt nach Unterbrechungen in der Route. Wir skippen mit Next Page durch die Route durch. Wenn wir bei BTEX angekommen sind, wechseln wir auf das Kontrollpanel für das Navigationsdisplay. Wir schalten den rechten Regler ein nach rechts auf Plan und reduzieren ein wenig die Zoomstufe. Dann können wir mit Step im FMC unsere Route durchschalten. Wir können uns dann ansehen, wie unsere Route ausschaut. Wenn das zu unübersichtlich ist, müssen wir noch eine Zoomstufe reduzieren. Bitte kontrolliert hier, ob eure Route korrekt ist. In diesem Fall sieht die Arrival Route ziemlich seltsam aus. Wir fliegen von Bitbu zu Delta India Kilo, das in einem Bogen und dann sollen wir wieder zurückdrehen. Das macht keinen Sinn. Daher müssen wir hier eingreifen und unsere Route modifizieren. Für uns bedeutet das, dass nach dem Wegpunkt BTEX der Wegpunkt Delta 121 Mike kommen sollte. Wir gehen also mit Step noch eine Stufe weiter, klicken den Line Select Key des entsprechenden Wegpunktes an, gehen eine Seite zurück und fügen diesen Wegpunkt nach BTEX ein.
Damit haben wir unsere Route modifiziert. Mit Step können wir jetzt schauen, in weiß gestrichelt, so sehe die Route aus. Wenn wir das bestätigen wollen, drücken wir Execute. Damit sieht unsere Arrival Route viel, viel schöner aus, kann damit besser geflogen werden und deswegen nehmen wir sie so. Außerdem kann man hier unter Lex kontrollieren, ob die Speeds bzw. die Höhen, die das Flugzeug eingegeben hat, auch eingehalten werden, bzw. was das Flugzeug da überhaupt fliegen will. In einigen Fällen muss man manuell eingreifen, daher empfiehlt es sich, früher zu gucken, was hier steht. Die Route ist nun in Ordnung und deswegen können wir auf die Progress Page wechseln. Auf der Progress Page wird uns rechts bei Line Select Key 4 rechts angezeigt, welche Distanz wir zum Top of Descent haben und zu welcher Uhrzeit in Zulu Time wir diesen erreichen werden. Wir stellen jetzt den Regler wieder auf Map zurück, können die Zoom-Stufe wieder erhöhen und genießen den Flug. Das Flugzeug wird mit LNAV und VNAV der Route weiter folgen und die Höhe sowie die Geschwindigkeit halten, die im FMC hinterlegt sind. Wir sehen uns dann ungefähr 10 Meilen vor dem Top of Descent wieder. Wir befinden uns jetzt 15 Meilen vor dem Top of Descent. Dieses Flugzeug kann mit VNAV automatisch in den Sinkflug übergehen. Das bedeutet, dass wir am MCP, wie uns das FMC auch mitteilt, unsere Höhe resetten, das heißt runterdrehen müssen. Ein automatischer Sinkflug, das heißt die automatische Einleitung dieses Sinkflugs mit VNAV, ist nur möglich, wenn die Höhe am MCP geringer ist als die, auf der wir gerade fliegen. Unsere Anflughöhe in Luxemburg für das ILS beträgt 3000 Fuß und deswegen stelle ich die Höhe am MCP auf genau diese 3000 Fuß ein. Da wir nicht online fliegen, demzufolge keine Lotsen haben und uns auch nicht an deren Beschränkungen halten müssen, können wir direkt auf 3000 Fuß sinken. Der Top of Descent ist jetzt noch ca. 10 nautische Meilen weg und das Flugzeug beginnt bereits jetzt damit, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Beim Erreichen des Top of Descents wird das Flugzeug, wenn die Höhe am MCP resettet wurde, automatisch mit dem Sinkflug anfangen. Wir wechseln auf die Init Reference Page, schauen hier links, da steht nämlich die ILS-Frequenz und der ILS-Kurs. Die müssen wir jetzt hier einstellen. Links kommt die Frequenz und rechts der Kurs rein. Wenn ihr den Kurs und die Frequenz hier nicht eintragt, kann kein ILS-Anflug durchgeführt werden. Außerdem kann auf der Init Reference Page die Anflugklappenstellung und die Anflugspeed eingetragen werden. Dazu müsst ihr einmal auf den entsprechenden Line Select Key klicken und die Geschwindigkeit sowie die Klappenstellung wird nach links übernommen. 123 Knoten ist für eine 767-300 allerdings viel zu wenig. Aus diesem Grund müssen wir die letzten beiden Zahlen löschen. Circa 135 Knoten passt viel besser. Das fügen wir jetzt bei Flap Speed ein, wechseln wieder auf die Progress Page und schauen dem Flugzeug dabei zu, wie es am Top of Descent automatisch in den Sinkflug übergeht. Im NAV-Display ist rechts eine Skala erschienen, die uns anzeigt, wo sich unser Sinkpfad befindet und wie das Flugzeug auf diesem sinkt. Bitte nicht wundern, der Top of Descent wird manchmal ein wenig überschossen, das ist aber kein Problem. Dieser magentafarbene Diamant zeigt an, wo sich der Top of Descent befindet. Es gibt hier drei weiße waagerechte Striche. Der oberste ist, der Gleitpfad befindet sich über uns, wir sind also zu tief. Der mittlere ist, der Gleitpfad ist da, wo wir sind also genau richtig. Und der unterste ist, der Gleitpfad befindet sich unter uns, wir sind also zu hoch. Außerdem wird hier ab einer bestimmten Entfernung zum Gleitpfad ebenfalls die Höhe angezeigt, die wir uns über bzw. unterhalb des Gleitpfades befinden. Wenn wir uns wie jetzt oberhalb des Gleitpfades befinden und das Flugzeug stärker sinken muss, wird die Geschwindigkeit steigen. Das bedeutet, dass ihr im schlimmsten Fall die Speedbrakes zur Hilfe nehmen müsst, weil das Flugzeug die Geschwindigkeit nicht selbst halten kann. Da müsst ihr immer selber drauf achten, manchmal geht das nicht, achtet also bitte drauf.
Prinzipiell gestaltet sich der Sinkflug genauso wie der Steigflug. Das Flugzeug folgt dem im FMC eingegebenen Sinkprofil und der Route, das heißt unserer Arrival Route. Wir müssen jetzt einfach nur zuschauen, dass das in einem Rahmen passiert, der die Flugparameter nicht sprengt, das heißt, dass wir nicht in irgendwelche kritischen Flugzustände kommen und dass das Flugzeug der Route folgt. Das Flugzeug wird beim Erreichen von Flight Level 100 bzw. kurz vorher die Nase nach oben nehmen, um damit die Geschwindigkeit zu reduzieren, da unterhalb von Flight Level 100 nicht schneller als 250 Knoten geflogen werden darf. Da der Sinkflug ansonsten wenig spektakulär ist, sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Wir erreichen gleich die 12.000 Fuß und damit auch die Stelle, an der das Flugzeug die Nase hochnehmen wird, um die Geschwindigkeit zu verlangsamen. Wir können auf dem NAV-Display jetzt wieder den grünen Bogen erkennen, der uns im Steigflug bereits angezeigt hat, wo wir die Höhe erreichen, die am MCP eingedreht wurde. Genau das zeigt er uns jetzt auch wieder an, nur dass wir uns jetzt eben im Sinkflug befinden und deswegen im Sinkflug, wann die Höhe erreicht wird, die am MCP eingestellt worden ist. Sollte das Flugzeug wie in diesem Fall nicht von selbst auf 250 Knoten verlangsamen, dann ist es eure Aufgabe, diesen Part zu übernehmen. Ihr müsst dazu Flight Level Change anklicken, die Geschwindigkeit am MCP auf 250 oder weniger reduzieren und das Flugzeug wird dann die Sinkrate entsprechend anpassen, um diese Geschwindigkeit zu halten. Außerdem müsst ihr am Overhead-Panel die Landing Lights einschalten, sobald ihr euch den 10.000 Fuß nähert und diese unterschreitet. Der Flight Level Change Modus führt außerdem dazu, dass die Triebwerke andauernd im Idle Modus gehalten werden, das heißt, dass sie keinen Schub geben. Das ist deswegen wichtig zu wissen, weil im normalen VNAV Descent Modus die Triebwerke manchmal etwas Schub geben. Orientiert euch also an der grünen Linie auf dem Navigation Display, wann ihr ungefähr die Höhe erreicht, die am MCP eingestellt worden ist. Der Modus Flight Level Change verändert allerdings nichts am Modus LNAV. Es geht hier lediglich um die vertikale Steuerung des Flugzeugs. Das heißt also, dass es selbst dann, wenn ihr Flight Level Change aktiviert, weiterhin der Route folgen wird. Ihr dürft im Descent nicht vergessen, dass dieses Flugzeug ein Heavy ist. Ihr müsst also ausreichend Zeit einplanen, um den Descent durchzuführen und vor allen Dingen müsst ihr ausreichend Zeit einplanen, um Geschwindigkeit abzubauen. Da dieses Flugzeug ein Heavy ist, hat es auch ein entsprechendes Gewicht und aus diesem Grund eine hohe Bewegungsenergie. Diese Bewegungsenergie muss abgebaut werden. Man sollte das ILS mit nicht mehr als 180 Knoten einfangen. Da wir momentan aber 245 Knoten fliegen, sind da ein paar Knoten, die abgebaut werden müssen. Aus diesem Grund sollte man damit möglichst frühzeitig anfangen. Wenn ihr aber wie hier seht, dass der grüne Bogen schon etwa 10 nautische Meilen vor dem Abfangen des ILS erreicht wird, das heißt also, dass die Höhe von 3000 Fuß schon sehr, sehr früh erreicht werden wird, dann solltet ihr natürlich ein wenig die Sinkrate reduzieren. Vergesst außerdem nicht, das korrekte QNH einzustellen, wenn ihr die Transition Level durchfliegt. Da wir in diesem Fall die 3000 Fuß wahrscheinlich weit vor dem ILS erreichen werden, können wir die Sinkrate mit Vertical Speed reduzieren. Etwa 1000 Fuß vor dem Erreichen der Höhe, die am MCP eingestellt wurde, erhalten wir hier dieses grüne Licht und einen Piepton. Wir werden also visuell und akustisch darauf hingewiesen, dass wir unsere Höhe bald erreicht haben werden. Sobald wir die Höhe von 3000 Fuß erreicht haben, können wir damit anfangen, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Flugzeug hat den Level-Off auf 3000 Fuß begonnen und wir können damit beginnen, unsere Geschwindigkeit zu reduzieren. Das Ziel ist es, das ILS mit nicht mehr als 180 Knoten zu intercepten. Die ILS-Frequenz und der ILS-Kurs sind eingegeben.
Wir können uns also daran machen, das ILS zu intercepten. In diesem Fall haut das Flugzeug allerdings, aus welchen Gründen auch immer, nach links ab. Falls das bei euch passieren sollte, müsst ihr natürlich mit dem entsprechenden Heading reagieren. Jedes Mal, wenn im Speedband eine F-Stellung erscheint, so wie hier, kann eine Klappenstufe ausgefahren werden. Wenn das ILS abgefangen werden soll, dann müsst ihr die Approach-Taste drücken. Damit wird der Approach-Modus gearmt. Das bedeutet, dass Localizer und Glide Slope gearmt werden und abgefangen werden können, sobald sie empfangen werden. Sobald die entsprechende Klappenstufe gefahren wurde, wird das grüne F weiter nach unten gesetzt. Der Localizer dürfte jetzt jeden Moment abgefangen werden. Jetzt bewegt er sich unter dem künstlichen Horizont, der Localizer-Modus wird aktiv und das Flugzeug dreht nach rechts ein. Man merkt schon, dass selbst mit 180 Knoten der Localizer überschossen wird. Aus diesem Grund meinte ich, definitiv nicht schneller fliegen. Je schneller man fliegt, desto weiter wird der Localizer überschossen. Da der Localizer jetzt intercepted, also abgefangen wurde, können wir uns daran machen, die Geschwindigkeit weiter zu reduzieren. Bitte achtet darauf, dass ihr, wenn ihr die Klappen weiter als 30 Grad ausfahren wollt, das Fahrwerk zuerst ausgefahren sein muss, sonst bekommt ihr eine Warnmeldung. Der Glide Slope bewegt sich ebenfalls bereits nach unten, wir können die Geschwindigkeit also weiter reduzieren. Sobald der Glide Slope intercepted wurde, empfiehlt es sich, das Fahrwerk auszufahren. Außerdem kann die Geschwindigkeit, sobald der Glide Slope intercepted wurde, auf die Final Approach Speed gesenkt werden. Das waren in unserem Fall 135 Knoten. Die Klappen sind jetzt voll ausgefahren, wir fliegen stabil auf dem Localizer und stabil auf dem Glide Slope. Sobald die Runway zu erkennen ist, könnt ihr den Autopiloten ausschalten. Zuerst schaltet ihr AT-Arm aus. Und dann mit dem Pfeil nach unten auch den Autopiloten, indem ihr die Disengage-Bar betätigt. Die Speedbrakes müssen in diesem Flieger nicht gearmt werden, da sie automatisch ausfahren, sobald der Umkehrschub aktiviert wurde. Bei Erreichen von 70 Knoten deaktiviert ihr den Umkehrschub. Die Klappen werden eingefahren, die Speedbrakes werden eingefahren und beim Verlassen der Landebahn werden die Landelichter ausgeschaltet. Außerdem werden beim Verlassen der Landebahn die Strobes ausgeschaltet. Vergesst dabei bitte ebenfalls den Transponder nicht. Wenn ihr online fliegt und den Transponder nicht ausschaltet, werdet ihr vom Lotsen höchstwahrscheinlich darauf hingewiesen. Herzlich willkommen in Luxemburg. Das war der Quick Start Guide zur Boeing 767-300 von Flight Factor. Wie gesagt, dieser Quick-Start-Guide kann ebenfalls für die Boeing 757 von Flight Factor benutzt werden. Die unterscheiden sich nur in so wenigen und dann auch noch so kleinen Dingen, dass die Unterschiede so klein sind, dass man den Quick-Start-Guide definitiv auch für die 757 benutzen kann. Wenn euch das gefällt, was ich tue, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, könnt ihr das über eine Spende via Typestream oder Patreon tun oder mir in den Streams ganz viele Loots spendieren.
Außerdem habe ich in der Videobeschreibung Amazon Partnerlinks. Wenn ihr die aufruft, kommt ihr auf Amazon und seht dort alles, was ich an Hard- und teilweise auch an Software besitze. Wenn ihr über diese Links etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision, aber ihr bezahlt nichts extra. Und das ist auch nochmal ein Weg, mich zu unterstützen. Ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wünsche euch noch einen schönen, sonnigen und warmen Tag. Sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video, zum nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut.